Jo, mal gucken, was da so drin ist. Jo, moin YouTube, da bin ich wieder. Heute mal mit einem Paket, was ich schon sehr sehnsüchtig erwartet habe. Ne? Jo, heute mal wie gesagt nur ein kleines Unboxing und der finale Test kommt dann in ein paar Tagen, weil zu dem Produkt, was ich gleich auspacke, muss ich noch zwei Sachen noch dazu bestellen. Ne, also das ist erstmal nur das reine Unboxing an sich, also nur Teil 1, ne, was ich auch sehnsüchtig, wo ich auch sehnsüchtig drauf gewartet habe. Und zwar ist das von eBay Kleinanzeigen. Ne, Grüße gehen nochmal raus an Danny, ne, von dem ich das Paket erhalten habe. Ne, also Danny, wenn du das siehst, liebe Grüße auch an dich. Ne, jo, mal gucken, was da so drin ist. Außer Papier. Hui. Eine kleine Tasche. Na. Jo. Dann mal schauen, was da so drin ist. Nein! Oh, geil! Geil, geil, geil! Die GoPro Hero 3 ist das, die ich jetzt habe. Meine neue Actioncam. Geil, oder? Nice. Oh, und jetzt kommen auch viel bessere Videos. Okay. Ne, GoPro. Ne? Jetzt kommen auch viel bessere Videos, wie gesagt, und nochmal besseres Audio. Ne? Weil da kann man ja Mikrofon anschließen. Hab ich mir sagen lassen. Gucken, ob es angeht. Nein, sieht nicht so aus. Da muss man den Akku, glaube ich, noch laden. Mit dabei ist noch hier so ein Case mit diesen Schlitzen. Und noch diverse Halterung. Na, wie man hier sieht. Ich breite das mal alles auf den Tisch aus. Jo, jetzt kann man es ja auch besser erkennen. Ja, da steht es nochmal. Und da, GoPro Hero 3. Ja, richtig geil. Muss man wahrscheinlich noch aufladen. Da steht es auch nochmal, GoPro. Ich hole die mal raus. Jo, das ist die GoPro Hero 3, also ohne Plus, also einfach nur 3. Wie geil mit MicroSD-Karte. Jo, danke, danke an Danny nochmals. Ne? War wirklich richtig cool, mit dir Geschäfte zu machen. Ne? Grüße gehen nochmal raus, wie gesagt. Nein. Ne? Ja.
Die GoPro habe ich jetzt. Genau, dann kann man hier noch anschließen zum Laden. Auch hier eine Original GoPro Zubehör. So wie sich das gehört. Wow. Geil. So. Jo, das ist hier so das Zubehör. Kann man die Cam hier zum Beispiel noch reinpacken. Hier in diese Halterung. Genau, und dann hat man hier so ein Gewinde dran für ein Stativ oder so. Na, richtig cool. Dann hat man hier noch so ein Klebepad. Dann hat man hier noch eine Halterung für einen Lenker. Ne, auch richtig cool. Hier auch nochmal eine zweite. Ein MicroSD-Adapter. Dann hier, wie gesagt, das mit den Schlitzen, damit das Audio besser rüberkommt. Aber werde ich nicht brauchen. Ich nutze dazu mein eigenes Mikrofon. Ne, und jo, das ist wie gesagt nur so ein kurzes Unboxing. Ne. Ich werde die Cam jetzt gleich mal aufladen und dann mal schauen, wie die ersten Testaufnahmen in ein paar Tagen so sind. Weil wie gesagt, ich brauche noch zwei Bauteile, ein oder zwei Bauteile. Zum Beispiel dieses Audiokabel brauche ich noch, ne, mit 3,5 mm Klinkenausgang, um mein Mikrofon dran anschließen zu können. Und dann noch hier so ein passendes Case, ne, damit ich das Audio auch übertragen kann. Ne. Oder ich bohre hier an den Seiten hier so, ne, Löcher rein oder so. Ne, damit hier der Anschluss, hier frei ist. Nur der hier. Da, damit der hier frei ist oder so. Ne, muss ich mal schauen, wie ich das mache. In ein paar Tagen. Und ja. Ne. Genau, das dazu, ne? Wie gesagt, nochmal danke an Dani. Ja, ne, ich habe die Kamera, also die GoPro Hero 3 für super günstige, insgesamt waren das 55 Euro bezahlt. Also eigentlich 50 Euro und 5 Euro nochmal extra oben drauf wegen dem Versand und so. Ne? Und ja, so, ich denke mal, damit habe ich ein super Schnäppchen gemacht. Ne, für 55 Euro, top. Ja, also richtig geil. Ja, ich kann auch die Anzeige noch mal kurz einblenden. Und ja, ne, das war's erstmal hier mit dem Unboxing und jo. Jo, und da lädst du jetzt erstmal auf meine kleine GoPro Hero 3. Ne, da lädst du jetzt erstmal auf. Und das dauert jetzt ein bisschen. Ne? Richtig geil, dass ich die so günstig bekommen habe. Ne? Richtig cool. Da lädst du jetzt, wie gesagt, erstmal auf an meinem alten Fuji Esprimo PC mit. Moment. Intel Core Duo Prozessor. Naja. Ne, da kann man es nochmal lesen. Ne? Naja, besser als gar nichts. Ne? Ich schneide die Videos ja eh mit dem Handy. Ne, von daher. Ne? Jo, alles klar. Dann bis zum nächsten Video. Ciao.